Boah, ey, mir so langweilig. Ich habe da immer von E-Scooter gehört, aber ich glaube, das sind einfach viel zu viele Regeln. Und ja, blickt doch eh keiner mehr durch. Halt, stopp! Schalömmchen, Freunde. E-Scooterfahren für Anfänger. Immer wieder werden wir gefragt, was es alles beim E-Scooterfahren zu beachten gibt. Bei so vielen Regeln und Modellen kann man doch leicht mal die Fassung verlieren, oder? Keine Sorge, nach unseren heutigen Tipps steht auch dir da draußen nichts mehr im Wege und du kannst in Zukunft die Freiheit auf zwei Rädern genießen. Sobald du das 14. Lebensjahr erreicht hast, kann der Spaß auch schon losgehen. Nun brauchen wir den passenden E-Scooter. Gerade wenn du mal wieder knapp bei Kasse bist, weil du zu viele FIFA-Packs gezogen hast, lohnt es sich auch mal etwas weiter unten ins Regal zu schauen. Na gut, so weit unten vielleicht nicht. Ja, das ist schon besser. Also, worauf wartest du noch? Auf ins Abenteuer! Nicht so schnell. Sie haben soeben eine Straftat begangen. In Deutschland benötigt man ein Kennzeichen für einen E-Scooter. Andernfalls darf er nicht auf öffentlichen Straßen bewegt werden. Außerdem darf Ihr Modell trotz passender Sicherheitsvorkehrungen und allem drum und dran nicht am Straßenverkehr teilnehmen. Wir benötigen ein Fahrzeug mit einer sogenannten Straßenzulassung. Diese können meist viel weniger und kosten das Doppelt- bis Dreifache, aber man will ja als braver Bürger nicht gegen das Gesetz verstoßen, oder? So. Nachdem wir einen Kredit für einen E-Scooter aufgenommen haben, 4 bis 13 Stunden mit dem Scooter in der Steckdose waren und 10 Tage auf das Kennzeichen von der Versicherung gewartet haben, steht unserem Abenteuer aber nichts mehr im Wege. Also, worauf wartest du? Los geht's! Na, riechst du das? Den Duft der Freiheit? Na, dann kann's ja losgehen. Also, worauf wartest du? Freie Fahrt! Bedenke bitte, dass du nicht alleine im Straßenverkehr unterwegs bist. Außerdem ist das Fahren auf Gehwegen verboten. Alter, was ist denn mit dir los, ey? Du denkst auch, du bist alleine auf der Straße, wa? Außerdem ist das Fahren auf Gehwegen verboten. Arschloch. Nun, da Sie hoffentlich die Straßenverkehrsordnung für Elektro-Kleinstfahrzeuge oder im Volksmund auch E-Scooter verinnerlicht haben, kann es für Sie sicher und flott weitergehen. Halt, stopp! Haben Sie etwa das Schild nicht gesehen? Denn auch wenn Ihr E-Scooter langsamer ist als ein frisch beschnittener Esel, zählt er offiziell als Kraftfahrzeug und muss bei diesen Schildern leider einen anderen Weg fahren. Jo, hast du Bock auf die Pizzagrotte eine Runde? Mein Fahrrad ist kaputt. Das ist doch gar kein Problem. Ich habe doch einen neuen E-Scooter. Kannst direkt mit drauf fahren. Also pack da locker easy. Halt, stopp! Und schon wieder sind wir kurz davor, eine Ordnungswidrigkeit zu begehen. Auch wenn es viele nicht glauben mögen und es in Innenstädten ebenso zur Gewohnheit geworden ist wie das öffentliche Urinieren an Bahnhofsaußengeländen, ist das Fahren zu zweit auf einem E-Scooter untersagt. Falls Sie sich jetzt aber einsam fühlen sollten, haben Sie bitte keinen Grund zur Sorge. Sagen Sie Ihrem Freund einfach, er soll sich ebenfalls einen E-Scooter zulegen oder schließen Sie sich unauffällig einer Gruppe Rentner-E-Bikes-Fahrer an. Doch auch da ist Vorsicht geboten, denn auch die gute Agnes mit ihren 76 Jahren, drei Bandscheibenvorfällen, Glasauge, Holzbein und einer leichten Erkältung wird mit ihrem E-Bike eine nicht einzuholende Instanz sein, da diese sich im Gegensatz zu E-Scootern mit 25 km/h fortbewegen dürfen und dabei auch sonst fast keinen Richtlinien unterliegen. Nicht so schnell, mein Lieber! In Deutschland haben wir eine Geschwindigkeitsbeschränkung für E-Scooter auf 20 km/h. Mit Toleranz sogar auf atemberaubende 22 km/h. Das mag Ihnen vielleicht langsam vorkommen und in sämtlichen anderen EU-Ländern gibt es diese Regelung ebenfalls nicht, was dafür sorgt, dass sich alle Scooter aus unseren Nachbarländern maximal als Handtuchhalter oder gummierte Powerbanks taugen. Aber Sicherheit geht nun mal vor. Außer auf der Autobahn, da darfst du auch 400 fahren. Ho, 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 Sie haben wohl noch zu viel von Ihrem E-Scooter-Kredit übrig, was? Denn das macht schon wieder 20 Euro. Beim Fahren um die Kurve sind auch Fahrer von E-Scootern nicht davon befreit, Handzeichen zu geben. Wie Sie um eine Rechtskurve fahren sollen, Ihre rechte Hand raushalten und gleichzeitig mit rechts Gas geben sollen? Tja, das sage ich dir doch nicht, du Affe. Außerdem kann man bei vielen E-Scooter-Modellen für einen meist ebenso preiswerten Aufpreis wie der vom iPhone 14 zum iPhone 14 Pro Max Blinker dazu bestellen. Diese machen nicht nur ihr Leben, sondern auch ihre Geldbörse um einiges leichter.
Nun, da du 2 Schufa-Einträge für den Erwerb eines E-Scooters bekommen hast, nachdem du die Raten nicht mehr zahlen konntest, über eine Woche auf das Kennzeichen gewartet hast, ein Bußgeld und 2 Ordnungsgelder zahlen musstest, 11-mal von E-Bikes auf einem Fahrradweg überholt wurdest, der enger war als das Sichtfeld von den Leuten, die diesen E-Scooter in Wirklichkeit hergestellt haben, bevor deutsche Hersteller ihren Aufkleber draufklebten und plötzlich das Dreifache verlangten, Fußgänger dir vorgeworfen haben, deinen E-Scooter überall stehen zu lassen, obwohl du absolut nichts mit Leihrollern am Hut hast, du bei der atemberaubenden Geschwindigkeit von 22 km/h mehrfach darauf hingewiesen wurdest, doch lieber einen Fahrradhelm zu tragen, kann die Fahrt doch endlich losgehen und dein ganz eigenes Abenteuer kann beginnen. Denn du beginnst nun dein eigenes Kapitel. Du wolltest deinen Scooter haben, ne? Er ist nichts für mich. Kannst du haben. Lädst mich ein paar Mal auf den Krabbenburger ein, dann ist das gut. Ne? Scheiß da.